Willkommen, liebe Zuschauer. Was kommt nach dem Tod? Um diese Grundfrage der Menschheit ging es ja gerade. Wer kommt nach dem Tod? Darum geht es jetzt bei uns. Es kommt, um es gleich konkret zu machen, immer häufiger auch in Deutschland, der Thanatopraktiker. Das ist ein Mensch, der sich des Verstorbenen annimmt und mit Chemie, Fachwissen und viel Handarbeit dafür sorgt, dass der Tote nicht nur länger aufgebahrt werden kann, sondern in manchen Fällen auch wieder ein würdiges Aussehen erhält. Fokus TV über ein altes Handwerk, moderne Einbalsamierer und Menschen, die einen Beruf ergreifen, der im Diesseits vom Jenseits lebt. Wenn Petra Tivi erzählt, welchen Beruf sie lernt, stößt sie auf Neugier oder Gruseln. Denn die 19-Jährige macht eine Ausbildung zur Bestatterin. Deshalb hat es die Cuxhavenerin nach Bayern verschlagen. Wer glaubt, der Job sei nur was für harte Jungs, irrt. Ein Drittel der Bestatter-Azubis ist weiblich. Das war eigentlich mal vor ein paar Jahren ein Scherz. Und naja, dann habe ich mich einfach mal dann darüber erkundigt, weil ich neugierig wurde. Und der gefiel mir eigentlich sehr gut, weil er so vielfältig ist. Zum Beispiel eine Beerdigung und eine Urnenbeisetzung ist ja eigentlich immer quasi vom Ablauf her gleich. Aber es können immer noch andere, die Angehörigen sind, immer anders. Also jeder trauert natürlich anders. Und es ist, na gut, man muss damit selber zurechtkommen, ob es einem gefällt oder nicht. Also ich zum Beispiel könnte überhaupt nicht im Altersheim arbeiten. Das könnte ich wiederum nicht. Heute ist praktische Arbeit angesagt. Petra soll lernen, ein Urnengrab auszuheben. Und das beginnt, ganz profan, gewissermaßen mit der Suche nach der richtigen Adresse. Abgesehen davon, dass ein Loch an der falschen Stelle Angehörige verstören könnte, es drohen schlicht rechtliche Konsequenzen. Warum ist das jetzt so wichtig, das auch nochmal genau abzugleichen? Damit man halt nicht das falsche Grab öffnet, weil sonst könnte man eine Anzeige bekommen gegen Störung der Totenruhe. Und selbst wenn das richtige Grab gefunden ist, besteht noch genügend Spielraum für Peinlichkeiten. Denn in so manchem Familiengrab herrscht eine drangvolle Enge. Merke, wenn der Spaten schon nach wenigen Zentimetern auf Kies stößt, befindet sich darunter so gut wie sicher eine Urne. Und selbst freie Plätze haben ihre Tücken. Es kann anstrengend werden, wenn solche Wurzeln oder Steine im Weg sind. Dann ist das schon manchmal lästig, aber sonst geht's eigentlich. Ja, da hängt er fest. Gut, dass in Form von Chris ein männlicher Kollege in Reichweite ist. Gräber ausheben ist übrigens nur ein kleiner, selten praktisch angewandter Teil der Ausbildung. Öfter geschieht es, dass der Bestatter der letzten Ruhestätte noch einen Feinschliff verpassen muss. Im Falle der 50 bis 70 Kilogramm schweren Särge betrifft dies vor allem deren Innenleben. Denn schließlich besteht der Körper eines Menschen zu 80% aus Wasser. Was ist das jetzt? Also das ist jetzt das Füllmaterial für den Sarg. Und damit halt Flüssigkeiten vom Körper halt dann aufgesaugt werden. Man kann auch hier sehen, da ist das Ölpapier. Das ist nochmal dafür da, dass halt nichts durch den Sarg kommt. Und dieses Material, woraus ist das? Das ist aus natürlichem Getreide, Mais, sowas halt. Also es ist leicht abbaubar, also es wird wieder zur Erde ganz schnell. Bestatter, ein Beruf mit Servicecharakter. Welche Todesanzeige ist die passende? Welche Form von Zuspruch benötigen die Trauernden? In welchem Rahmen soll der Verblichene präsentiert werden? Und vor allem, worin? Sargpreise von 500 bis 3000 Euro mit Klavierlack. Der Flughafen von Paderborn. Petra Tivi hat eine 600 Kilometer lange Reise unternommen, zu Fortbildungszwecken. Denn im westfälischen Büren arbeitet einer von 49 Thanatopraktikern, die es in ganz Deutschland gibt. Die Tätigkeit des Leicheneinbalsamierens erlernte Dieter Sauerbier vor 10 Jahren in den USA. Inzwischen gibt der 40-Jährige sein Wissen weiter. Heute in Form eines Schnupperkurses. Also eine thanatopraktische Behandlung ist der Blutaustausch im Dialysesystem. Über die Arterie wird das Blut im Prinzip rausgespült mittels der Pumpe und über die Vene, die parallel verläuft, oberhalb der Arterie, läuft das Blut raus. Und damit erreicht man im Prinzip gerade in dem Verdauungsorgan den Zustand, dass ein Verstorbener über einen Zeitraum von 10 Tagen bis 3 Wochen aufgebahrt werden kann, ohne jegliche Kühlung. Man sieht also hier schon verschiedene Instrumente. Die wirken also eher chirurgisch als pathologisch eigentlich, das heißt also ganz normale Instrumente eigentlich aus der Chirurgie. Die dienen halt zu bestimmten Zwecken der Körperöffnung, also Hautschnitte zu machen, Gefäße freizulegen und solche Dinge.
Soweit die Theorie. Die Praxis ist ein echter Belastungstest. Wahrlich, nicht jedermann schätzt die unmittelbare Arbeit am toten Körper. In diesem Fall handelt es sich um eine 83-jährige Dame, die vor 3 Tagen verstorben ist. Was kannst du zu der Leichenstarre sagen? Die scheint sich schon gelöst zu haben. Darf ich? Ja, klar. Ja, scheint sich schon gelöst zu haben. Diese Leichenstarre, die so nach 2 bis 4 Stunden nach dem Tod eintritt, ist eigentlich nichts anderes als eine Kontraktion der Muskeln. Wenn du jetzt deine Faust mal, mach deine Faust, meine Hand mal zur Faust und fass deinen Unterarm an, dann spürst du, wie hart es ist. Mhm. Und wenn du jetzt loslässt, dann merkst du, wie normal es ist. Das ist eigentlich nichts anderes. Das heißt, durch gewisse Stoffe, die also fehlen in der Muskulatur, die sonst die Muskeln voneinander trennen, sind also nicht mehr da und dadurch kommt es zu einer Kontraktion. Fängt so nach 2 bis 4 Stunden an, geht über alle größeren Körpergelenke, ist so nach 10 Stunden voll ausgeprägt. Je nach Zustand des Verstorbenen, je nachdem, ob er gekühlt wird oder nicht gekühlt wird, geht sie so nach 36 bis 72 Stunden zurück. 250 Euro für 1,5 Stunden Arbeit, der materielle Lohn eines Thanatopraktikers. Doch auch die ideelle Vergütung ist es, die Dieter Sauerbier seine Arbeit im Schnitt 2-mal pro Woche ausüben lässt. Also nicht jeder Tag ist gleich, wie bei jedem Menschen. Und manchmal fällt es einem schwerer, manchmal fällt es einem leichter. Wenn es lediglich um die Behandlung des Verstorbenen geht, ist es mit Sicherheit so, dass eigentlich die Tätigkeit selber motiviert, dass man wirklich sagt, man kann es so weit wieder herrichten, dass der Verstorbene oder dass die Familie in würdevoller Form Abschied nehmen kann. Und das motiviert immer, jeden Tag. Kurzer Ortswechsel. Auch im fränkischen Münnerstadt dreht sich vieles um den Tod. Deutschlands einziger Ausbildungsfriedhof liegt hier. So der Boden nicht gefroren ist, wird gegraben. Fachmännisch. 15 Lehrlinge erlernen in diesem Kurs den Beruf des Grabmachers und Bestattungstechnikers. 3 Jahre dauert die Ausbildung. Ich arbeite halt sehr gerne körperlich. Und ja, und das war auch für meinen Chef sehr wichtig, dass ich auch gut anpacken kann. Also ich musste auch beim Vorstellungsgespräch schon sehr geschleppen und hat da geguckt, ob das alles, ja, ob das auch geht körperlich. Beim Ausschachten der ungefähr 2 Meter tiefen Gruben kommt auch schweres Gerät zum Einsatz. Rund 300 Lehrlinge werden in Münnerstadt im Umgang damit unterrichtet. Fingerspitzengefühl ist gefragt, angesichts des sensiblen Einsatzortes namens Gottesacker. Da kann so viel schief gehen, das hätte ich vorher selber gar nicht gedacht. Man meint das auch gar nicht, weil man meint, man sieht so aus dem Fernsehen, ist ganz leicht, ein Bagger. Also da muss man schon vorsichtig mit umgehen, dass man auch nicht hier über die Gräber fährt. Aufpassen, dass man nichts kaputt macht. Und kaum ist die Grube gegraben, wird sie zugeschüttet. So ist er, der Ausbildungskreislauf. In Büren dringt Petra derweil zum Kern thanatopraktischer Tätigkeit vor. Der Austausch des Blutes durch die Halsschlagader gegen eine Flüssigkeit. Zumeist handelt es sich um ein Formalingemisch. Das Ziel? Den natürlichen Lauf der Dinge zu verlangsamen. Mehr nicht. Wir versuchen dadurch, Bakterien und Keime und diesen eigentlichen Prozess der innerlichen Verwesung zu unterbrechen. Das heißt, das ist keine Konservierung, das ist nicht zu verwechseln, dass also ein Verstorbener dann über Jahre sich im Grab nicht verändert, sondern es dient eigentlich nur dazu, eine kurzfristige Verzögerung dieser Verwesung zu bewerkstelligen. Und man sieht jetzt im Prinzip an der Blauverfärbung des Ohres, was gut durchblutet ist, dass diese Blauverfärbung langsam weggeht und sich normalisiert. Schön sieht man es hier im Prinzip am Handrücken, wie das Gefäß letztendlich injiziert wird und eine leichte rosa Verfärbung der Haut eintritt. Danach wird der Körper der Toten noch einmal gewaschen, um eventuelle Rückstände der nach Desinfektionsmitteln riechenden Flüssigkeit zu entfernen. Das ist ja gut. Danke. Man merkt, dass Sie ein Gefühl dafür haben. Was für ein Gefühl braucht man denn als Bestatter? Ein feinfühliges Gefühl. Das heißt, feinfühlig in dem Sinne, sie geht mit der Verstorbenen so um, vergleichen Sie es, als wenn sie eine lebende Person wäre, die gepflegt werden würde. Ist nichts anderes eigentlich. Und dazu gehören auch Dinge wie etwa das richtige Outfit. Einmal fertig präpariert, wird die Verstorbene bekleidet. Wann immer möglich in Sachen, die sie auch zu Lebzeiten getragen hat, wie in diesem Fall. Sollten Angehörige sich nicht in der Lage sehen, diese zu besorgen, verfügt Dieter Sauerbier über klassische Totenhemden. Das Wissen, das Dieter Sauerbier im Folgenden anwendet, ist eher autodidaktischer Natur. Im Laufe der Jahre hat er sich ein ganzes Potpourri an Frisuren zugelegt. Als Vorlage dient immer ein Foto der oder des Verblichenen. Tatsächlich hat das Aufbahren von Toten beispielsweise in den USA eine deutlich größere Akzeptanz und Tradition.
Fast jeder Verstorbene wird dort noch einmal den Angehörigen präsentiert und soll möglichst so aussehen, als ob er gerade nur ein Schläfchen halten würde. Um diesen Effekt zu erreichen, wird auch vor dem Einsatz von Farbstoffen im Blutersatz und massiver Schminke nicht zurückgeschreckt. Letztere bietet Dieter Sauerbier nur sehr dezent und auf ausdrücklichen Wunsch als Zusatzleistung an. Herr Sauerbier, muss man jetzt noch auf was Besonderes achten, wie Sie den Sarg hinstellen? Also wir stellen den Sarg eigentlich immer diagonal, weil die Angehörigen so viel besser die Möglichkeit haben, auch an den Sarg heranzutreten und vielleicht auch die Hand zu fassen oder sich zu verabschieden. Finde ich persönlich schöner, als es am Fußende zu haben, sodass man darauf zugeht. Wir haben die Erfahrung gemacht, dass viele Angehörige sich mit der Zeit so einen Stuhl dazu nehmen und sich einfach dazusetzen. Und das ist eigentlich das Ziel dabei, sodass wir dann eine Ruhe Zeit haben. Petra hat sich entschieden. Nach Abschluss ihrer Lehrzeit will sie sich zur Thanatopraktikerin ausbilden lassen. Dass sie so mit dem Tod noch etwas enger auf Tuchfühlung geht, macht ihr nichts aus, sagt sie. Man hat halt Abstand, man kennt die Person nicht. Man darf auch nicht mitfühlen. Also natürlich tut es einem leid, aber man darf es nicht an sich ranlassen. Tabuthema Tod? Nicht für die 19-Jährige. Vielleicht, weil es sich zwar nicht um eine angenehme, aber doch sehr natürliche Sache handelt. Noch knapp 2 Tage haben Autonarren die Gelegenheit, auf der IAA in Frankfurt unter anderem 88 Weltpremieren zu bestaunen und sich ein bisschen zu grämen, da die heißesten Modelle natürlich auch unerschwinglich teuer sind. Noch, liebe Autofreunde, noch. Focus TV spendet Trost und zeigt, wonach gar nicht so langer Zeit neue, teure Modelle mit ein wenig Glück sehr preiswert zu haben sind. Auf einer Versteigerung nämlich. 4 Räder unterm Hammer. Wir zeigen originelle und kostengünstige Wege, an ein Auto zu kommen. Auf der Jagd nach einem Auto. Die Vollziehungsbeamten Lilo Schnitzler und Klaus Schmischke wollen das Fahrzeug eines Schuldners im Kölner Süden pfänden. Ford Focus mit Kölner Kennzeichen. Ja, der müsste aber auch hier irgendwo stehen, weil die meisten Parkverstöße hier stattgefunden haben. Parkverstöße alle hier in der Mommsenstraße und laut Halteanfrage heute Morgen ist der Wagen auch aktuell auf ihn zugelassen. Welche Farbe hat der Wagen? So ein türkisgrün, grün, bläulich. Ja. Ja, von der Farbe könnte er sein. Ja, Kennzeichen stimmt auch. Okay. Machst du den Ventilwächter dran? Ist ja. Siegel? Okay. Wir haben den Besitzer bis jetzt noch nie erreicht, haben ihn angeschrieben, er hat Termine nicht wahrgenommen. Ja, und das ist jetzt für uns die einzige Möglichkeit, jetzt mit ihm in Kontakt zu treten. Ja, und deswegen werden wir jetzt die Pfändung vornehmen und werden dann mal versuchen, ob er sich dann bei uns meldet. Ich denke auf jeden Fall, weil ein Auto vermisst keiner gerne. Fast 3.000 Euro Gewerbesteuer schuldet der Eigentümer des Wagens der Stadt Köln. Wenn er nicht bezahlt, wird das Auto versteigert. Das ist unser Ventilwächter, der wird jetzt draufgesetzt und damit ist das Weiterfahren praktisch zwecklos, weil der Reifen nach spätestens 500 Metern keine Luft mehr drin hat. Also die Weiterfahrt wird damit unmöglich. Der Ventilwächter wird schnell installiert, obwohl der Ford gleich abgeschleppt wird. Der Grund, die Beamten haben schlechte Erfahrungen gemacht. Wir haben einen Porsche gefändet und der Pflichtige kam, bevor wir das Fahrzeug sichern konnten, durch einen Ventilwächter. Und ich wollte ihm den Zugang zu dem Wagen verwehren, weil es bereits gefändet war. Und er hat mich zur Seite geschubst und ist eingestiegen und weggefahren. Was haben Sie da gedacht? Naja. Ja, der wurde dann zur Fahndung ausgeschrieben, der Wagen. Und haben wir nachher auch gefunden. Doch diesmal erkundigen sich nur ein paar Anwohner, was mit dem Auto passiert. Der inzwischen herbeigerufene Abschleppdienst kann problemlos aufladen. Der Ford Focus verschwindet in der Verwahrstelle. Rund 500 Kraftfahrzeuge beschlagnahmt das Kassen- und Steueramt der Stadt Köln jährlich. Die nächste Station des Fords. Hier wartet schon Norbert Späth. Er fotografiert und katalogisiert den Neuzugang. 14 Tage bleibt der Wagen in der Verwahrstelle stehen. Meldet sich der Halter dann immer noch nicht, landet der Kombi in einer Internetauktion. Und Norbert, was meinst du? Forderung 2.800 Euro. Sollte auf jeden Fall drin sein. Schlüssel, Papiere, können wir die erwarten vom Schuldner? Ja. Vielleicht. Der hat sich bis jetzt nie gemeldet. Nie gemeldet. Ja gut, ist natürlich ohne Schlüssel, Papiere ein bisschen blöd dann mit einem Erlös, aber ich sag mal,
Die Forderung kriegen wir damit auf jeden Fall gedeckt. Hat zwar hier und da ein paar kleine Macken, ein paar Schrammen, ein paar Kratzer. Zwei Wochen später im Pfandlager der Vollstreckungsabteilung. Norbert Späth schreitet zur Tat. Da der Inhaber des Ford Focus immer noch untergetaucht ist, wird das Auto zur Versteigerung freigegeben. Mit dem Erlös will die Behörde lediglich die Schulden begleichen, den Rest erhält der Eigentümer. Fotos und Fahrzeugdaten werden auf der Auktionsseite der Zollverwaltung eingestellt, eine Website, die vom Bundesfinanzministerium betrieben wird. Mitbieten kann hier jeder. In den meisten Fällen sind Bieter von weit her, haben keine Möglichkeiten, ein Fahrzeug vorher anzugucken, bevor sie es ersteigern. Insofern legen wir halt besonderen Wert darauf, dass eigentlich bei jedem Auto ein Gutachten erstellt worden ist vorher oder eine Zustandsbeschreibung nach bestem Wissen und Gewissen. Denn wir haben persönlich nichts davon, wenn jemand von uns ein Auto ersteigert und ist damit vollständig unzufrieden. Burkhard Golz und sein Sohn Matthias aus Bayern haben an so einer Auktion teilgenommen und einen Kleinwagen von Lancia ersteigert. 2150 Euro haben sie für den Diesel bezahlt, jetzt wollen sie ihn mit nach Landshut nehmen. Nach einer kurzen Inspektion treten die beiden den weiten Heimweg an oder versuchen es zumindest. Da haben wir den Vorführeffekt, ne? Kein Problem, lassen wir natürlich Starthilfe machen. Kein Thema. Das kann passieren. Darum hat der Kollege den eben ein bisschen laufen gehabt, weil er sagte, ich will mal gucken, ich weiß nicht, wie fit die Batterie ist. Aber das ist kein Problem, da hole ich schnell die Kollegen. Geht schon los. Burkhard Golz hofft, dass der Wagen mit der Hilfsbatterie anspringt. Denn das Auto ist gekauft wie gesehen und kann nicht zurückgegeben werden. Startversuch Nummer 2. Jo, sehen Sie? Zu schwach die Batterie. Versuchen Sie noch jetzt mal. Nein, die ist zu schwach. Der Mechaniker fährt schwerere Geschütze auf. Eine LKW-Batterie soll es richten. Norbert Späth nimmt erneut den Schlüssel selbst in die Hand. Startversuch Nummer 3. Ja. Okay. Auch das stärkere Aggregat entlockt dem Anlasser kein Lebenszeichen und dem neuen Besitzer kein Lächeln. Ja, klemmt der Anlasser anscheinend. Ah, jetzt wollte er gerade. Na also. Wunderbar. Gut, dann muss man vielleicht doch mal einem Anlasser vielleicht ein bisschen mal eine kleine Wartung vornehmen. In den meisten Fällen kann man ja das schwache Ritzeln da mal ein bisschen nachfetten. Aber wie das im Leben so ist, ne? Ja. Einwandfrei bis jetzt und dann. Aber er läuft. Er läuft. Gut. Und er läuft eigentlich schön. Er läuft rund und ruhig. Ja. Ende gut, alles gut. Vater und Sohn können den Heimweg antreten. Im schlimmsten Fall ist ein neuer Anlasser fällig. Szenenwechsel. Xaver Holzapfel wartet auf einen Kunden. Der Münchner Pfandleiher hat sich auf Edelkarossen spezialisiert, ein lukratives Geschäft in der bayerischen Landeshauptstadt. Heute bringt ihm ein Kunde einen neuen 6er BMW. Der Berliner PKW bringt seinem Eigentümer schnell und unbürokratisch Bargeld. In der Regel gibt es 50% des Wertes als Kredit, bei einem neuen, hochwertigen Auto teilweise sogar mehr. Wenn der Wagen nicht bis zu einem vereinbarten Zeitpunkt wieder ausgelöst wird und der Pfandvertrag ausgelaufen ist, kommt es zur Versteigerung. Der Besitzer des Coupés, er will unerkannt bleiben, liebt die eigenwillige Lackierung. Warum haben Sie diese ungewöhnliche Farbe genommen für Auto? Mir hat die gefallen und ich bin eigentlich Pazifist und ich dachte mir, Bundeswehrfarbe, das ist genau das Kontra zu mir. Und ich fand das einfach eine witzige Idee, dass ich mit einem grünen Bundeswehr lackierten Auto rumfahre. Warum bringen Sie Ihr Auto heute hierher? Weil ich Geld brauche. Für was? Auch das möchte ich jetzt nicht so sagen. Also das für geschäftliche Dinge, für Investitionen. Wie viel erhoffen Sie sich ganz offen oder wie viel brauchen Sie auch? Also brauche ich 50.000 etwa. Und erhoffen mir natürlich auch die 50.000. Aber ich schätze, dass das eher. Schauen wir mal. Also,
Mal gucken, wie entgegenkommend der Holzapfel ist. Ne? Ja, wir schauen noch mal in die. Ja. Ich schaue oben noch mal in die Liste rein. Das ist aus dem Bauch. Das ist schlecht zu sagen. Ich muss das im Computer einmal abklären und dann schauen, was ist das Auto wert. Ne? Die Inspektion ist beendet. Jetzt beginnt der geschäftliche Teil. Bis zu 2 Kunden führt Xaver Holzapfel täglich in sein Büro. Die meisten sind Unternehmer, die zwar nicht unbedingt pleite sind, aber schnell Geld für ihre Firmen brauchen. Wie auch in diesem Fall. In 3 Monaten will der Geschäftsmann sein Auto unbedingt wieder auslösen. Der steht mit 65 steht er in der DRT-Liste drin, wenn, vom Fahrzeugwert her. Ja? Jetzt haben sie natürlich, jetzt haben sie teure Felgen drauf und eine teure Extralackierung. Aber es ist nicht unbedingt etwas, was das Auto werthaltiger macht. Ja? Also es ist eher eine Liebhabergeschichte. Also jetzt waren Sie schon mal da, da gebe ich Ihnen ein bisschen mehr. Da kann ich vielleicht sagen, können wir, ja, 40, 45 ist das Äußerste, was ich machen kann. Ja? Also 45.000 können wir machen, ja? 50 kann ich nicht machen, das ist zu viel. So, ja? Ja, so was ist für Sie gut? 45 ist okay. Okay, super. Ja? Das Geld kann der BMW-Fahrer sofort bar von der Bank abholen. Natürlich nicht umsonst. Xaver Holzapfel erhebt Zinsen und Gebühren. Wenn Sie zum Beispiel ein Auto bringen würden, das 20.000 Euro wert ist und Sie möchten einen Kredit für 10.000 Euro, ist das kein Problem. Kriegen Sie 10.000 Euro. Dafür zahlen Sie 1% gesetzlich festgelegten Zins pro Monat und 3,5% Gebühr. Das ist eigentlich beides gesetzlich festgelegt. Das entspricht 4,5% im Monat. Also 450 Euro pro Monat. Und dazu kommt der Stellplatz bei 105 Euro. Das sind dann rund ein bisschen mehr als 5%, was Sie pro Monat bezahlen müssen. Kein Kreditschnäppchen, aber dafür gibt es in nur 20 Minuten Bargeld. Holzapfel bringt den Neuzugang in eine Tiefgarage in Grünwald bei München. Hier stellt der 29-Jährige die teuersten Karossen seiner Schuldner ab. Darunter sind einige echte Schmuckstücke. Ja, hier haben wir unsere hochwertigen. Das ist hier eins der Schmuckstücke, 456 GT, Ferrari, kaum Kilometer, kaum gefahren. Schwarz-beiges Leder, Traumausstattung, kostet ungefähr 80.000, 90.000 Euro. 50.000 Euro ist die Kreditsumme, die er bekommen hat. Das ist ja heute gekommen. Das ist jetzt ein bisschen ein spezielles Auto mit der Lackierung und so weiter. Kostet ungefähr 60.000 Euro und rausgegeben haben wir 45.000 Euro für das Auto. Dann haben wir hier Z8, der liegt ungefähr bei 80.000 Euro, waren aber auch relativ großzügig bei dem und sind bis 50.000 Euro gegangen. Habt ihr auch ein gutes Gefühl, dass er wiederkommt. Und dann, das ist das absolute Highlight, was wir im Moment haben. Ja, der kostet jetzt, wenn er verkauft werden würde, der wird ja verkauft, um die 165.000 Euro und Kreditsumme von 100.000 Euro. Ja, und das ist natürlich, also ich glaube, so ein Auto kommt auch nur einmal. Ich kann mir nicht vorstellen, dass so ein Auto nochmal wiederkommt zum Pfandhaus. Bei dem Besitzer eines Bentleys würde man normalerweise keine Liquiditätsengpässe vermuten. Doch die Inhaber sehen ihre Luxusautos auch als eine Kapitalanlage, die man im Bedarfsfall versilbern kann. Schließlich sind auch die Reichen nicht immer flüssig. Ja, das ist zum Beispiel das hier ein Arzt, der hat laut seiner Auskunft, hat er jetzt ein bisschen übertrieben im Casino. Der hat 50.000 an einem Abend verloren. Und kann das mir ganz schwierig seiner Frau beibringen. Ja? Aber Bank dauert auch. Ja? Der war in Kitzbühel spielen, ja? Und das Urlaubsgeld verspielt. Der wollte noch mit seiner Frau und Familie da 2 Wochen bleiben. Und wenn er gesagt hat, du, das ist das Geld weg für den Urlaub, wir müssen abreisen, also das versteht die gar nicht. Ja? Dann hat er gesagt, er müsste beruflich zurück, ist zurück, hat mir den Z8 gebracht, ja?